Aha. Hey, Lydia. Wir sind mal wieder zu schwer zu rennen. Ist klar. Am Geschäftsbuch. Sollte eigentlich jetzt loswerden, oder? Das braucht die Quest nicht mehr. Wollten wir die nicht schon länger loswerden? Egal. Können vielleicht hier ein bisschen was verkaufen. Die Axt von Weißlauf, die ist ja. Kriegen wir irgendwann Rüstungsständer, wo wir uns die Rüstungsständer genau, wo wir die ablegen können. Bei Schilden haben wir doch schon besseres. Dann können wir schildlos werden, oder? Wir müssen es nicht wegschmeißen, ich würde es verkaufen, wenn schon. Können wir irgendwas. Können wir wieder rennen. Eisenzweihänder. Ah ja. Hier ist die Uhrklinge. Und schon Zweihänder. Wie viel kann dein jetziger Zweihänder? Wieder vielleicht zu meinem unkischen Zweihänder nehmen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich bin direkt hinter euch. Einige Dinge mit Ich stehe durchtauschen. zu eurer Verfügung. Aha. Wir sind ja 219 Schaden. Das müssen wir ändern. Stab der Funken. Das wäre der Stab, den sie irgendwo aufgehoben hat. Okay, können sie behalten. Ich will, dass du mal den unkischen Zweihänder nimmst. Dass die noch nutzt. Gesegneten Zweine darfst du auch benutzen, darfst du auch behalten, das ist da. Ja. Geht ihr voran? Ich glaube, die nimmt immer das Stärkste. Joa, das passt doch. Können sie haben. Theoretisch könnten wir auch, wir könnten noch Zeugs in die Hand drücken, was wir ihr ins Inventar packen können. Ich bleibe lieber bei der. Bei der Axt. Okay, was ist die nächste Quest, die uns erwartet? Ist Nacht. Mit Brimdolf müssen wir sprechen, wo auch immer der sich aufhält. Ach so, stimmt, der hier drüben, hier drüben, hier drüben. Genau, nicht am Arsch der Welt. So, jetzt mal nach Ivarstadt. Ich würde hier mal was verkaufen. Vielleicht können wir es direkt im Flusswald machen. Aber es ist nachts. Können wir also nicht im Flusswald machen. Ich gehe mal. Ich mache mal Schnellreise.
direkt nach Weißlumpf. Kann Weißlumpf unser Zeug loswerden. Und schon ein schönes Dach. Was haben wir denn loszuwerden? Waffen? Das Stahlschwert können wir bestimmt loswerden. Stahl durch. Ja, wir haben ein bisschen was dabei. Elfenwaffen und so. Nein. Ist die Kenner da? Ich habe hier einige gute Stücke, Wind. Werft einen Blick darauf. Kannst du mir auch was abkaufen? Das Stahlschwert. Und die Pfeile behalte ich erstmal. Gut. Achso, wir haben. Das ist unser Gold hier im Tower 135. Elfen durch. Ist nicht so gewinnbringend, wie ich dachte. Achso, du Weißlauf. Die behalten wir mal noch. Neuen Schaden macht die und das macht 21. Ja, wir behalten den Bogen trotzdem erstmal. Bekleidung. Wie können wir das Eisenschild loswerden? Das würde ich immer noch behalten. Und wenn wir die den Helm die ganze Zeit tragen, wie scheiß hässlich aussieht. Elfen, Panzerschuhe. Die Rüstung, die schwächer ist als die Warne haben. Zwar schöner aussieht, aber was hilft's? Hast du vielleicht Waffen, die wir gebrauchen können? 21 Schaden, da macht meine Axt schon mehr. Ja, genau. Die besten Waffen und Rüstungen. Das mein Nebenstrahl. Streitachs, die habe ich noch. Ich glaube, die haben wir auch bei mir gekauft. Kriegshammer 25 Schaden. Ja, der Hammer ist zu hart. Das dauert zu lange. Da sind die Angriffe zu träge. Dolche brauche ich nicht, ganz im Ernst. Spitzhacke habe ich auch noch nicht kennen. Nichts viel gefunden. Bogen. Jagdbogen. Kaiserlicher Bogen davon. Minderung. Ja, da finde ich unseren. Wir machen es zwar unsichtbar, was ein bisschen nervig ist, aber. Behalte ich. Eisenplattenrüstung 36. Okay. Sekunde, ich muss mal nachgucken. Jetzt 34. Okay. Eisenplattenrüstung, was wisst ihr dafür? 410, verdammt. Aber die ist schon noch ein Stück härter als meine aktuelle. Stiefel sind auch nicht schlecht. Feuerristens. Aber teuer. Die der Kundschafterrüstung für 30. Wenn wir die für 36 haben können. Das sind die Sachen, die wir verkauft haben. Stahlhelm für 23, auch nicht übel.
sieht eleganter aus und das ist ein Stückchen hübscher als der, den ich gerade habe. Stufen auf Stick, ja, machen wir gleich. Ich bin vor allem interessiert an der Eisenplattenrüstung. Achso, hier gibt es eine kleine Markierung, was uns was mehr bringen würde, was stärker ist als das, was wir schon haben. Da muss noch ein bisschen was verkaufen. Das bringt, glaube ich, nicht viel. Können wir hier noch was verkaufen, was was wert ist? Oh, der Bogen ist was wert, aber den will ich behalten. Der ist was sehr wert, aber naja, ich weiß nicht. Na komm, ich will den schon länger loswerden. Verkaufen wir den. Den glaube ich immer noch nicht genug. Nur 10 doch haben wir gekauft. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, jetzt bin ich eh blank. Ich werde mal. Oh, wir können die Rüstung noch mal verkaufen. Ich sage nicht, dass ich der Beste. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Werft einen Blick darauf. Kleidung, ich will eine Eisenrüstung loswerden. War nicht 100 wert? Das Betrug. Jetzt haben wir die für billige Geld verkauft. Alter Schwede. Da war ich wohl ein bisschen blind. Diese Plattenrüstung 36. Dieser bekloppte Helm. Vielleicht kriegen wir auch mal einen anderen Helm. Die Rüstung sieht auch herrlich scheiße aus. Dafür ist es stark im Kampf. Nein. Sie haben vielleicht noch mehr zu kaufen. Zu verkaufen. Für die Händler. Krank? Hier ist ein Händler. Nein. Wann macht denn der auf? Was sind denn seine Öffnungszeiten? Gemischtwarenladen. Wie lange warten? Erstmal 5 Stunden warten. Geht doch. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt alles steht zum Verkauf. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Das muss man aufpassen, die habe ich schon mal scheiße ausgegeben. Die Drachenknochen, der zahlt einen großen Preis für. Tagebuch ist davon irgendwas wert. Das Geheimnis von Prinzessin Talara. Okay.
Mal hätten wir noch ein Demon stecken. Okay. Dies was wert. Können wir hier ein bisschen was verkaufen? Schwarzdornmehl ist was wert. Ach, wisst ihr was? Für 9 nimm's. Schriftrollen behalte ich mal lieber. Obwohl, kannst eine haben von. Okay, der ist was blank. Trank der Lähmung. Gesundheitstrank Vertrauen verkaufe ich nicht. Nee, die Unsichtbarkeit will ich behalten. Nur noch mal gebrochen. Stehende Ausdauer, Magiker. Kann sich eh nicht mehr leisten. Bitte kommt wieder. Wait, what? Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Ah ja. Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Denkt daran, ich tue alles, um euch die... Hat man hier nicht eine Quest, eine Nebenquest? Rotwarndrohnen, okay. Viele Geschäfte zu bieten. Das entspricht ihm nicht. So. Seid gegrüßt, Stammesgenossen. Ach, mit dem haben wir schon mal geredet. So, ich wollte noch mal. Hier gab es irgendwo einen. Hier gab es ein Haus, wo der. Einer der. Weiß nicht, wie hieß der. Kupferkessel. Flachte Mähre. Irgendwie noch ein Haus von irgendwie einem Bekannten. Ein toter Jägersmann. Wiesenheim. Wir müssen doch irgendwann mal hier irgendwo hin verirrt. Da habe ich gesagt, da gehe ich später hin. Wie soll das Haus? Nein. Kupferkessel. Ganz genau. Ruf die Kampfgeborenen. Es gibt nur noch halb so viele Straßenpatrouillen, weil der Jahrhundert schon aufgeregt ist. Hier in der Oberstadt.
Rorikstadt ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Tempel. Wenn zumindest ein Drache angreifen würde, das wäre schon etwas anderes. Da muss der Graumähne. Da wollte ich mal rein. Hier würde ich aber trotzdem erstmal neue Stufe. Eigentlich müssen wir mal wieder Magiker machen, aber ich setze auf Ausdauer. Ausdauer müssen wir erhöhen. So. Dann können wir da auf Leveln. Ja, blocken. Ich setze auf zwei Hände, hier mein zwei Hände. Müssen wir weiter leveln. 60% mehr Schaden, das kann schon. Ist schon geil. Okay, kann ich nicht. Da brauche ich mehr Punkte für. Sehr schade. Spiele kurz Verzauberung, Veränderung. Das ganze Zaubersache mit dem, das haben wir auch gar nicht. Haben wir noch gar nicht gemacht. Schlossknacken wäre mal was Gutes. Schießkunst. Könnte uns auch was helfen. Kampf gegen die Drachen. 20% mehr Schaden. Nehmen wir das. Dann macht der Bogen mehr Waffen, mehr Schaden. ...20% schneller. Okay. Ich bin... Nun, wer ich bin, ist nicht wichtig. Vergesst Einsamkeit oder Windhelm. Weißlauf war das Kronjuwel von Himmelsrand, bevor... Vergessen wir das. Es war solch eine prachtvolle Stadt. Doch dann änderte sich alles. Das Kaiserreich kam und mein Bruder verschwand. Ah ja. Aber Himmelsrand. Himmelsrand ist die beste aller Nationen. Unser Volk, das einheimische Volk, ist unerreicht in ganz Tamriel. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Nix. Arbeitet ihr für die Kampfgeborenen? Sprecht, bevor ich euch töte. Nein. Ihr wisst also nichts über meinen Bruder? Was macht ihr dann hier? Aus Versehen reingelaufen. Weil Thorald irgendwo eingesperrt ist. Und ich auch verschwinde, wenn sie mich hier finden. Das werde ich nicht zulassen. Ich kann das nicht alles selbst erledigen. Bietet ihr mir eure Hilfe an? Ohne Quest. Ich weiß, dass Thorald nicht tot ist. Ich weiß es einfach. Die Kaiserlichen halten ihn irgendwo gefangen. Aber ich weiß nicht wo. Diese verdammten Kampfgeborenen. Sie wissen etwas. Sie verbergen es. Sie verspotten uns förmlich damit. Sie müssen eine Art Beweis haben. In ihrem Haus muss irgendetwas sein. Ich weiß es einfach. Aha. Ich wage es nicht, das Haus zu verlassen. Also müsst ihr mir helfen. Soll ich da einbrechen oder was? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmmesse unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Ihr solltet lieber niemandem sagen, dass ihr mich hier gesehen habt. Ja, sicher. Das ist, glaube ich, eine wichtige Quest.
Das machen wir noch, ja, ja. Das wollen wir auch jetzt machen. Ich werde mal zu denen hingehen, mal ein bisschen quatschen. Und das war der Einbrechen oder so. Das wird eh nix. Wenn wir jetzt versuchen, da einzubrechen. Das geht schief. Nein. Wenn dann bei Nacht, aber eigentlich auch gar nicht. Wenn wir da erwischt werden, während dann jemand drin ist. Wird böse. Wartet! Ich kenne euch nicht. Wir hatten doch da unten irgendwo einen Kampf geboren. Können wir den mal plaudern? Ihr seht krank aus. Ich hoffe, es ist nicht ansteckend. Jetzt erinnere ich mich. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Und was macht ihr da so? Metrol? Das ist wohl die wichtigste Frage überhaupt. Sucht die beflaggte Meere auf. Geht zur alten Hulda, die sorgt dafür, dass ihr im Met schwimmt. Aber seid auf der Hut vor dem Barden Mikael. Der Kerl ist ein eitler kleiner Milchtrinker. Aha. In der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumähnen. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach lächerlich. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das ist ein echtes Problem. Ich will ihn nicht verpetzen, aber... Kommt, lasst es gut sein. Er ist tot. Was gibt es da noch groß zu sagen? Wenn doch bloß alle endlich darüber hinwegkommen würden. Das Leben geht weiter. Aha. Das in der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumähnen. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach lächerlich. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das ist ein echtes Problem. Wollte ich das hier wissen? In der Tat. Ach, Sache mal. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. In der Tat. Unsere Familien. Doch Ulfric Sturmmantel. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das. Eine Schande für die Bardenzunft. Wir Nord haben eine lange Tradition als Kampfpoeten. Ich bin stolz, mich zu ihnen zählen zu dürfen. Aha. Mikael hingegen. Der singt nur für Gold und die Gunst der Frauenzimmer. Er entehrt unsere Traditionen. Möge euer Schwert scharf und eure Zunge... Ich weiß nicht, ob wir da einbrechen sollen dort oben. Halte ich für sehr riskant. Weil mitten am Tag werden sie überall Wachen rumlaufen. In der Nacht vielleicht durch die Hintertür. Ich werde mal hier auf jeden Fall unbedingt speichern.
immer doppelt speichern. Jetzt würde ich mal gern warte einfach mal bis in die Nacht. Es wird schon fast wieder morgen. Ist es morgen? Verdammt. Wir warten. Und es wird Nacht. Noch einmal speichern. Wenn da Licht drin, will es nicht hoffen. Oh. Wir können nachts einfach rein. Ihr habt hier nichts verloren. Wir wollen nur reden. Ich sage es euch zum letzten Mal. Haut ab! Wachen! Ja, sicher. Wir wollten nur reden. Komm zurück! Hilfe! Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Das habe ich vorher gesehen. Okay, dann lassen wir diese Quest erstmal. Wir sollen besser schleichen können. Und versuch es noch einmal hier reinzuschleichen. Es fällt doch auf, sobald wir die Tür aufmachen. Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Verschwindet! Irgendwann treten wir mal die Diebesgilde bei und dann lernen wir schleichen und dann kommen wir die nochmal wieder. Nee, das ist es nicht. Das ist nicht wert. Tut mir leid für den. Ist das so fett hier? Das ist eigentlich eine kleine Nebenquest. Haben wir ansonsten hier noch irgendwas? Suche die Ritualstätte. Wo würde sich das befinden? Was mit einer Quest? Du musst doch eine Questmarke haben irgendwo. So ist Time, wir können auch mal hinreisen. Gucken mal, das ist. Rüftern.
müssen wir hier. Ach, das sind die Personen, die. Das können auch die Kultisten, die können auch mal gucken. Und Rinald müssen wir auch mal machen. Sind doch eh schon auf dem Heimweg. Hier müssen wir dann eh hin. Jetzt gucken wir hier mal nach den Kultisten. Vielleicht finden wir da ja was raus.